Die Anden sind in 3500 Metern Höhe nur spärlich besiedelt. Im Dorf Lucanas leben etwa 4000 Menschen, die meisten von ihnen von der Landwirtschaft. Mehrere Bewohner haben sich vor einigen Jahren zu einer Kooperative zusammengeschlossen, die wertvolle Vicuña-Wolle selbstständig vermarktet. Vicuñas lassen sich schwer züchten. In Argentinien versucht man es, doch in Peru leben die Tiere weiter in Freiheit. Obwohl sie standorttreu sind, ist es keine leichte Aufgabe, die Herden zusammenzutreiben. Das Einfangen wird Chaku genannt. In den kargen, auf 4500 Metern Höhe gelegenen Ebenen sind die Herden weit verstreut. Die Treiber müssen in großen Bögen an sie heranschleichen, um die Tiere nicht vorzeitig in Panik zu versetzen. Durch ein langes Seil sollen die Vicuñas in eine Richtung getrieben werden. Das unbekannte, mit flatternden Fähnchen versehene Gebilde soll an ein lebendes Wesen erinnern. Es erschreckt die Tiere und hält sie ab, es zu überqueren. Das 2 Kilometer lange Seil bewegt sich im menschlichen Schritttempo über mehrere Kilometer. Nach und nach sammeln sich die Vicuñas. Es sind ca. 600 Tiere. Wir nennen sie das wandernde Gold. Zur Schur zwischen März und November werden sie zusammengetrieben. Aber nur alle 2 Jahre dürfen Vicuñas geschoren werden, denn so lange braucht das Fell, um nachzuwachsen. Die feinste Wolle befindet sich auf dem Rücken des Tieres. Die Männer erkennen sofort ihre Qualität. Siehst du diese weiße Faser? Sie ist nicht für den Verkauf geeignet, also legen wir sie beiseite. Hier können wir feststellen, ob es Schuppen in der Wolle gibt. Hier sind keine drin. Nachdem sie gereinigt ist, faltet man sie so zusammen und steckt sie in Säcke, die später gewogen werden. Die Wolle wird in einem bewachten Lager aufbewahrt. Sie ist sehr teuer. Für uns ist es Gold. Deshalb schützen wir unsere Vicuñas. In der Nacht werden die kostbaren Fasern verteilt. Ein Teil kommt hier ins Herz der Genossenschaft, in ein gut bewachtes Lokal. Der Rest wird anderweitig gelagert, damit er nicht gestohlen werden kann. Das ist die Schur aus dem Monat Mai. Mai, Juni. Wir sortieren sie nach dem Datum. Das sind die Fasern des ganzen Jahres. Wir machen bis November weiter. Dann haben wir noch mehr Fasern. Wir erzielen 1500 Kilogramm Fasern pro Jahr. Schon länger fordern die Bewohner der Region das Recht ein, ihre Ressourcen selbst zu vermarkten. Viele Luxusmarken merken zugleich, dass sie ohne die neuen Genossenschaften nicht mehr an ihre Rohstoffe kommen und wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Die Genossenschaft Lucanas ist ein gutes Beispiel für diese neue Kooperation. Sie verkauft ihre Wolle zum Marktpreis direkt an eine italienische Luxusfirma, die dafür auf Zwischenhändler verzichtet. In dieser Werkstatt reinigen von der Genossenschaft bezahlte Frauen die Wollbündel der Vicuñas. Sie verdienen etwa 350 Euro im Monat. Das peruanische Durchschnittseinkommen. Man braucht viel Zeit, um sie zu reinigen.
Das hier ist ein schmutziges Bündel, das man uns nach der Schur gebracht hat. Wir müssen all diese kleinen Unreinheiten entfernen. Hier sind die sauberen Fasern, bereit für den Handel, damit sie zu einem Faden oder einem Stoff verarbeitet werden können. Pro Tag schafft jede Frau etwa 15 Gramm Wolle zu reinigen. Um sie weiter zu verarbeiten, fehlen der Genossenschaft die notwendigen Voraussetzungen. Wir würden diese Fasern gerne in Kleidung verarbeiten, aber uns fehlen Material und Maschinen. Wir würden es nicht so gut machen wie die Luxusmarken. Aber wir könnten dadurch Arbeit für viele Frauen schaffen, die arbeiten wollen. Es gibt keine anderen Arbeitsmöglichkeiten in meinem Dorf. Wenn wir also eine Werkstatt eröffnen könnten, würde sich Lucanas, so glaube ich, weiterentwickeln. Und so sollte es sein. Lima, die Hauptstadt Perus. Im Gegensatz zur Alpaka-Wolle braucht man eine Sondergenehmigung, um Vicuña-Wolle verkaufen zu können. Die Kleidung ist so teuer, dass sie sich nur die wenigsten Peruaner leisten können. Der Hauptteil der Fasern wird nach Italien exportiert, wo sie in Luxuskleidung verarbeitet werden. In Peru selber besitzt nur eine einzige Firma Webstühle und das nötige Wissen zur Weiterverarbeitung. Das ist für uns ein Juwel. Die Faser ist 8-mal dünner als ein Menschenhaar. Dadurch ist es eine sehr komplizierte Arbeit, weil die Fasern so fein sind. Deshalb fühlen sich die Kleider so leicht und weich an. Eine sehr besondere Faser. Alle Kleider aus Vicuña sind mit einer Zulassung versehen, aus der hervorgeht, wo sie hergestellt und in welchen Läden sie verkauft werden. Der Stoff fällt schön. Wenn man die Faser berührt, fühlt man die Wärme. Es ist eine Tierfaser, die weiter lebendig wirkt. Diese Jacke kostet rund $10.000. Wir haben auch einen längeren Mantel, der rund $15.000 kostet. Für uns ist der Preis jedoch nicht hoch. Es ist vielmehr ein Produkt, das einen hohen Wert hat. Es ist teuer, aber es lohnt sich. Ich habe einen wunderbaren Poncho. Er hält warm, aber wiegt nichts. Man wickelt sich den Schal um und denkt, er sei aus Seide. Das ist wunderbar.